Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr bereits wisst, sind wir gerade im Urlaub und Christian und Max sind gestern weggefahren, weil die irgendwie so einen Dreh haben. Und genau, das heißt, Leo ist hier alleine. Also was heißt alleine? Wir sind ja alle da, aber trotzdem ist er ohne Christian und Max das erste Mal. Und deswegen dachte ich mir mal, ich nehme euch mit. Sprich, heute gehört Leo ein Tag mir. Also ich kann machen, was ich will mit ihm. Und ja, ihr werdet jetzt sehen, was wir heute machen werden. Es ist jetzt übrigens schon ein bisschen später. Also heute Morgen war ich nicht mit denen draußen. Marie war da mit Leo draußen. Es war aber auch um 5:30 oder 6:30, meinte sie, war Leo schon wach. Und ich bin gegen 9 aufgestanden. Das heißt, es hätte auch einfach nicht hingepasst zeitlich. Genau, deswegen gehen wir später nochmal mit denen raus. Beide haben deren Geschäfte erledigt. Und jetzt zeige ich euch, was ich heute mit Leo alles vorhabe. Und Nala natürlich. Nala darf nicht vergessen werden. Hier sind jetzt auch schon die zwei kleinen Babys. Ich habe hier gerade Leckerlis nachgefüllt und die haben mir, ja, habe ich das Wort Leckerli gesagt, Leo. Und die haben mir super zugeguckt, wie ich das gemacht habe. Ich würde sagen, wir versuchen Leo jetzt die Pfote beizubringen. Auf jeden Fall, er kann Sitz, Platz und Sitz. Das kann er bereits, also er kann auch andere Kunststücke, von denen ich aber gerade nichts weiß. Deswegen versuchen wir jetzt die Pfote beizubringen. Sitz. Die Pfote. Nein, du musst die Pfote. Super. Die Pfote. Leo, deine Pfote muss hier bleiben. Warte, Sitz. Die Pfote. Nein, nicht Platz. Die Pfote. Super. Jakob. Andere. Wow. Jetzt Leo. Hast du gesehen? Die Pfote. Den Nala geht noch nicht weg. Leo macht Sitz. Pfote. Nein. Sitz. Leo, Sitz. So, nach dem ganzen Geübe gehen wir jetzt einmal schnell raus. Das Wetter ist auch sehr nicht schön, denn es regnet. Ich nehme einmal kurz meine Jacke. Und genau, Leo ist, glaube ich, dezent kaputt. Und lauft. Lauft in die Freiheit. Oh Gott, es regnet. Leo pinkelt natürlich erstmal die Liege hier an. Super, Leckerli-Box habe ich. Und ja, jetzt dürfen die hier ein bisschen laufen. So, ein Leckerli für Leo und ein Leckerli für Nala. Ist eigentlich schon ganz chillig mit zwei Hunden, also vor allem, wenn die so hören. Ich würde sagen, wir fragen Chrissy gleich mal, ob ich Leo behalten darf. Also diesmal ist es nur Spaß, also ist natürlich ganz halt Spaß gemeint. Aber diesmal versuche ich es ein bisschen einfach so nach dem Motto, ey, darf ich Leo behalten? Ich schreibe sie gleich an und dann werdet ihr ihre Reaktion sehen. Komm, Nala. Komm. Super, die müssen ein bisschen ausgetobt werden. Komm und zurück. Badjum. Oh Gott, ich kann nicht so laufen. Guck mal, in welchen Schuh ich draußen bin. So, ich zeige euch jetzt noch einen coolen Trick. Nala, sitz. Nala, sitz. Sitz. Warte. Alter, Nala zwingt ihre Augen so zu. Warte. Okay, komm. Und jetzt kommen die. Wuhu, super. So, ich würde sagen, wir sind jetzt wieder drinne. Das Wetter ist nicht so gut und deswegen, die sind jetzt ein bisschen gelaufen. Ich muss beide noch einmal abtrocknen und dann kommen die auch, glaube ich, in deren Körbe, damit die einfach mal schlafen können, weil Leo hat echt wenig geschlafen. So, hier ist jetzt das Tuch. Wer will als erstes? Das wird Leo abgetrocknet. Zwei, na, warte. Drei. Und eine Pfote noch, eine Pfote. Komm hier. Jetzt läuft er natürlich weg. So, wie gesagt, kommen die jetzt in deren Korb. Leo geht schon freiwillig rein. Okay, dann bleibst du da. Gute Nacht. Und jetzt Nala. So, und jetzt ist Nala auch drin. So, es ist jetzt ein bisschen später. Papa war gerade mit Marie und Adrian einkaufen. So lange haben die Hunde geschlafen, weil Leo wirklich total müde war. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz raus. So, ich habe Chris jetzt einmal geschrieben. Mal gucken, wann sie antwortet und dann frage ich sie gleich. Okay, Chris hat mir geantwortet. Ich schreibe einfach kurz einen Text und ihr seht gleich, was ich geschrieben habe. Okay, ich habe jetzt einen kleinen Text geschrieben. Ihr könnt ja mal durchlesen. Und ich glaube, Chris weiß, dass ich sie verarsche, weil, ja, ich glaube nicht, dass sie normal so reagieren würde. Ja, okay, ich glaube, sie glaubt mir nicht so.
Ich weiß, dass du aufnimmst. Achso, oh, okay. Ja gut. So, Leo hier wird jetzt gecampt. Leo hasst es, gecampt zu werden. Und ja, okay. Ich versuche jetzt einmal zu campen. So, ich habe gerade einmal diese Boxen voll gemacht und ich werde jetzt noch einmal ein bisschen mit Leo üben, damit er, wenn Chrissy und Max kommen, die Pfote kann. So, wir haben jetzt gerade einmal Mittag gegessen und wir haben uns gedacht, weil das Wetter jetzt so schön ist, dass wir jetzt eine Stunde mit den Hunden spazieren gehen. Genau. Und ich würde sagen, ich nehme euch dann dabei mit, wie ich 200 alleine führe. Ich glaube, es könnte ein bisschen chaotisch werden, vor allem mit den Leinen, weil Nala und Leo verheddern sich gerne mit den Leinen. Und genau, wir gehen ein bisschen am Strand spazieren. Ich habe gerade nochmal die Leckerli-Boxen aufgefüllt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir losgehen. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Genau, hier sind Leo und Nala. Er hatte sogar seine Schleppleine, das heißt, er hat ganz viel Auslauf. Und genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall einmal los. Komm! Nala? Ich glaube, Nala muss noch einmal pinkeln. Leo? Okay, Leo pinkelt auch. Komm, 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 komm. Komm. Leo, seine Leine ist einfach hier so riesig verbreitet. Genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall eine kleine bis Mittelrunde. Ich glaube, wir gehen doch nicht zum Strand. Ja, aber das seht ihr auf jeden Fall gleich. So, wir sind hier jetzt doch an einem Strand angekommen. Ich hoffe, man hört mich. Es ist hier dezent windig. Nala läuft hier ohne Leine rum, weil ich kann sie zurückrufen. Und Leo ist hier immer mit der Leine. Guckt einfach mal, wie schön die Umgebung hier ist. Es ist wirklich, da stehen ein paar Häuser und der Rest ist alles Wald. Und das ist immer so schön hier. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Nala und Leo dürfen hier noch ein bisschen laufen. Ich glaube, oh, Leo hat keine Lust. Leo, hier! Laufen! Komm, 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 komm! So, ich versuche Leo jetzt wieder die Pfote beizubringen. Okay, Leo hat keine Lust mehr zu lernen, deswegen gibt es jetzt eine kleine Kuschelstunde. Wir kuscheln jetzt zu dritt. Nala schubst Leo immer weg, damit ich sie kuschel. So, mittlerweile ist ungefähr eine Stunde um. Die beiden sind dann noch im Körbchen. Leo ist wirklich so kaputt, er schläft die ganze Zeit. Und ja, Nala schläft halt auch mit. Ich würde ihn dann auch gleich nochmal rausholen, damit sie sich ein bisschen auspowern. Und dann gucken wir, was wir gleich noch vorhaben. Ja. Weil ich gerade aufgewacht bin, ist Leo jetzt auch wach. Gucken wir mal, wie er mich anguckt. In dem Körbchen hier ist Nala, aber man sieht sie, glaube ich, nicht. Guck mal, wie süß er ist. Er schläft gleich wieder ein. Seht ihr seine Augen zu fallen? Ich dachte mir, ich spiele jetzt ein bisschen Verstecken mit denen. Sprich, ich lasse dich hier im Wohnzimmer Sitz machen und dann verstecke ich mich und dann rufe ich die und dann suchen die mich. Den Vorteil haben die jetzt, dass sie sehen, wo ich hingehe. Ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt einmal an. Warte. Warte. Okay. Hallo. Das ging jetzt sehr schnell. Wir versuchen es nochmal. Leo hier, Nala. Sitz. Wartet. Ich mach die Tür ein bisschen wieder zu. Sitz. Warte. 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 Wartet. Warte. Warte. Okay. Nala, Schatzi. Hallo. Hallo, Leo. So, okay, gleich verstecke ich mich irgendwo dahinter der Couch. Wollt ihr nochmal? Wollt ihr nochmal? Kommt ihr? Leo? Kommt ihr mit? Komm. Sitz. Leo, warte. Okay. Ich glaube, die haben gerade die Tür zugemacht. Okay. Papa, kannst du bitte die Tür kurz aufmachen? Such sie. Lange ist sie. So.
Hallo. So, okay, ich habe jetzt auch das erste Mal in meinem Leben mit Hunden Verstecken gespielt. Ja, relativ schlau. Ich fand es lustig, wie Leo so geguckt hat, so nach dem Motto, irgendwas ist da. Und auf einmal hat er losgebellt. Genau, jetzt kuscheln wir noch ein bisschen und ich spiele noch ein bisschen. So, wir waren gerade noch mal am Strand. Und jetzt sind wir zu Hause, wir gucken noch ein bisschen Netflix und die Hunde spielen dann ein bisschen und dann kommen dann vielleicht später nochmal in die Box. Genau. Das ist einfach so süß, wenn Leo so steht. Guck mal, vor allem man sieht seinen Schwanz nicht, dann sieht irgendwie aus, als hätte er eine Windel an. Ja, auf jeden Fall wartet er jetzt auf Marie. Und wir gucken noch ein bisschen Netflix. So, okay, und ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Video. Ich habe noch eine letzte Frage an Chrissy. Was denn? Darf ich Leo behalten? Ja. Ah, stimmt, du hast ein Video aufgenommen. Ja. Was okay, jetzt frage ich Max nochmal. Darf ich Leo behalten? Kannst du behalten, wer wird heute Morgen um 6:30 geweckt? Wenn du immer mit ihm früh rausgehst, dann kannst du behalten, ja. Ich bring's ihm bei, spät rauszugehen. So wie Nala.